Yo Freunde, was geht ab? In diesem Video haben wir was ganz Besonderes vor, und zwar werden wir Bedrock zerstören. Einige von euch werden sich jetzt fragen, wie soll das denn gehen? Aber guckt ihn euch an, dieser Typ weiß Bescheid. Und zwar brauchen wir dafür eigentlich nur diese Utensilien, die wir uns im letzten Video zusammen geschnorrt haben. Und damit gehen wir jetzt ins Nether und werden Bedrock zerstören. Ein paar von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wofür ist das denn überhaupt gut? Wir machen das, um dann über dem Bedrock eine krasse Farm zu bauen, wo keine nervigen Blöcke oder sowas in der Nähe sind. Aber ihr werdet es selber sehen. Lasst jetzt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr sehen wollt, wie ich zum Reichsten auf der YouTuber-Insel werde. Und dann sehen wir uns gleich. Okay, Freunde, Snoopy hat gerade im Chat geschrieben. Wir gehen mal kurz hoch und gucken. Er wollte mir irgendwie sein neues Haus zeigen. Snoopy? Snoopy? Hey! Hallo? Hallo! Hi, was geht? Na? Alter, hi. Richtig schön geworden, muss ich ehrlich sagen. Danke. Ich war ein bisschen skeptisch. Danke. Ich war ein bisschen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Okay. Ah, in eine Richtung fehlt aber noch. Ja, bin erst gerade fertig geworden. Ah, okay. Aber. Ja, hier muss auch noch ein bisschen Wasser. Ja, aber ist sonst. Sonst ist echt cool, muss ich sagen. Danke. Nicht? Oh, sogar Whirlpool hier. Junge! Ja, locker! Kann gar nicht richtig rein. Ich will dir auch was zeigen. Okay, warte, wo bist du? Ah ja, ich komme. Ich habe sogar einen Minigarten. Ein Minigarten? Oi. Aber noch keine Pflanzen. Musst du halt die ganze Erde selber machen. Musst du die ganze Erde hier selber machen. Selber machen? Ach, platzieren, also meinst du? Also selber hinplatzieren. Ja. Ach, krass. Es war hier so ein gerader Strich, so auf dem. Aber sieht man nicht mehr, ist echt gut geworden. Danke. Jetzt noch ein bisschen Pflanzen also, hier, das wäre richtig geil. Weißt du, so ein bisschen Zuckerrohr, ein bisschen Blumen. Warte, ja. Ich bleib mal. Okay, ich bleibe. Ja, das sieht nicht schlecht aus, Freunde, seid ehrlich. Hört mal in die Kommentare, wie ihr das Haus findet. Auch sehr geil. Hallo? Ich bin hier oben. Ah, guck zu und lerne. Okay, ich lerne. Oh. Luffy, also, weiß ja nicht, so cool sah das jetzt nicht aus. Also, warte, ich muss noch was anderes machen. Okay. Enden. Und da ist er weg. 6,5 Stunden später. So. Wie kann ich Zuckerrohr platzieren? Für Zuckerrohr brauchst du gar keinen Sand. Du brauchst aber, da muss eine Wasserquelle neben sein. Hast du einen Eimer? Ich habe leider gerade keinen Eimer dabei. Ich komme gleich wieder. Zweiter Tag. Ah, da kommt er wieder. Ey! Willkommen ein weiteres Hi. Mal. jetzt. Aber mach so, warte, guck mal. Nee. Mach hier rein. So. Ah. Was? Okay. Mach hier in die Lücke das Wasser rein. Ja, genau. Und jetzt mach hier zu. Nee, mach hier alles zu. Ich will hier bei Wasser. Okay. Genau, und dann kannst du ist das Wasser versteckt, aber du kannst da Zuckerrohr hin platzieren. Ehrlich? Hast du Bambus? Oh, nee. Warte, ich hol dir kurz Bambus. Ein bisschen Bambus, ein bisschen grün macht das immer ein bisschen schöner, sei ich ehrlich. Also wenn er hier jetzt noch ein bisschen Bambus platziert, könnte das echt geil werden. Guck mal hier, damit kannst du auch noch arbeiten. Hab dir ein bisschen Bambus gegeben. Ehrenmann. Ja, flieg da runter. Weil mit Bambus kann es auch nochmal geil aussehen. Da musst du es nicht mal neben Wasser tun. Wenn du dann hier was Cooles mit Bambus und so Zuckerrohr und Pflanzen machst, dann kann glaube ich, sehr cool werden. Hast du Knochenmehl? Ja. Ja, mach mal. Achso, ja, stimmt, hast du sogar dabei. Kannst du das hier direkt wachsen lassen sogar schon. So. Zack. Ich muss dann das irgendwie hier verschönern, sodass es nicht so hoch. Ja. Ja, Ehre, danke, dass du mir das gesagt hättest. So, jetzt hast du noch ein bisschen Bambus. Ich sag dir ehrlich, so mit ein bisschen Grün kann das hier echt cool werden. Ja, Mann. Vielleicht so, weißt du, Glowstone hier noch hinter oder so? Ja, das. Oha, nice. Mhm. Ehre. Ey, hast du 3 Quarz-Treppen für mich?
Ich habe gar keine Quarz. Oder warte, ich gehe mal kurz runter, ob ich guck mal, ob ich Quarz habe. Okay. Wir haben gar keine Quarztreppen, Freunde. Beziehungsweise gar kein Quarz. War noch nicht wirklich im Nether, um Quarz zu farmen. Nee, leider nicht. Leider gar nicht. Nee, ich habe leider gar keine Quarztreppen. Oh, schade, schade, ja. Wo gibt's denn hier Quarz? Im Nether. Diese Treppen, die könnte ich ja... Ich muss kurz überlegen. Ich weiß wo, einfach von der Yacht. Denkst du, das wird jemand bemerken? Willst du die klauen? Nein, das ist doch nicht klauen. Was ist das? Ich mach die Yacht doch mit. Ach so, du... Ah, okay, du machst erstmal das Projekt zu Ende und dann weißt du erstmal hier zu Ende und dann kannst du dich voll auf die Yacht konzentrieren, ne? Ja, okay, ich verstehe. Ich geh guck erstmal, ob im Lager was mach ist. Mal. Was will er klauen? Okay, komisch. Aber naja. Oh, das nehmen wir noch mit. Hier, Kohle nehmen wir mal mit. Bin hier ein bisschen Schmalspur unterwegs. Kohle ist für mich wichtig. Ich wünsche, dass wir Diamanten. So, merkt keiner. Ich habe Quarz Stufen gefunden. Nein, ja, aber das sind ja keine Treppen. Ja, besser als irgendwas. Ja, okay. Guck, sieht auch schon nice aus. Ja. Ich finde, der Hintergrund müsste halt hier so, weißt du, muss man noch gucken, was man da reinmacht. Weil so mit Steinen und so finde ich das ein bisschen langweilig, aber an sich ist cool. Du kannst es ja mal mit MBK auch abklären, der wohnt ja drüber. Das ist ja irgendwie, der Berg ist ja irgendwie von euch beiden dann so im Endeffekt. Den könnte man eigentlich ja wegmachen. Vielleicht hat er ja auch eine coole Idee. Ja, das kann sein. So wie sein Haus aussieht, hat er ein bisschen Ahnung vom Bauen. Ja, das stimmt. Ja. Oh. Oh. Na, ich bin dann erstmal weiter, ne? Ja. Man sieht sich. Ja, ciao. So, Freunde. Oh, da fliegt jemand. Hey! Was, Yami? Hallo? Reini? Ey, was geht ab? Jetzt mal ehrlich. Was ne? denn? Komm mal mit. Okay. Ist das dein Ernst? Also jetzt mal ehrlich, ich bin hier seit 2 Tagen unterwegs, ne? Und baue hier dieses Haus fertig für uns. Und du, wo warst du die ganze Zeit? Oder ich hatte viel zu tun, Arbeit, dies, das. Ich musste, ich habe einen Pakt mit Weiß geschlossen. Und ich muss erstmal 60 Stacks Holz farmen. Ist das dein Ernst? Bro, es ist viel zu tun. Bro, guck mal, ich sag dir ehrlich, ich habe das Haus mit meinen eigenen Händen gebaut. Das sieht arsch aus, aber... Guck mal, was hast du gesagt? Ich sag dir ehrlich, also... Weißt du, mir eine Stunde nicht dahinter warte, lassen? warte. Guck mal, die rechte Hälfte ist ganz nice, aber Bro, was ist das? Genau hier habe ich Snoopy kennengelernt. Ja, also ich bitte dich. Komm mal mit, ich zeig dir mal das. Warte, ich geh mal einmal kurz rum. Ja, von hier ist auch interessant. Bruder, was ist das? Was ist das für eine Reihe? Nein, das ist unser hier. Guck mal, das ist bei mir erklärt. Guck mal, das hier unten, das ist der Abfluss, weißt du? Du bist am Lachen. Du hast gar keine. Du weißt gar nicht zu schätzen, dass ich hier Bruder, doch. Doch, jetzt ist auch, weißt du, guck mal, du hast angefangen. So, und jetzt habe ich so eine Basis, wo ich weiter ausbauen kann, weißt du? Willst du sagen, dass du besser bist als ich? Nein, ich will nicht sagen, dass du besser bist als dass ich was? Ich will nicht sagen, dass ich besser bin als du, aber ich will sagen, dass du quasi sehr gut darin bist, als Sprungbrett für mich zu dienen. Nein, das sehe ich nicht! Das sehe ich nicht ein! Nein! Da steht Grundstück für Yami! Oh, Rhymey Records! Ja, guck mal, ich sag dir mal kurz als Erklärung. Ja? Vorsicht! Vorsicht! Oh. Warum schlage ich mit Faust? Oh, let's go! Siehst du das? Oh! Weiter, Vorsicht! Und! Alter, was ist denn hier los? Okay, geh mir schnell rein, guck mal. Okay, schnell. Ja. Guck mal, also, wir haben, weil ich habe die Community gefragt, was sie dann als Namen haben wollen. Und dann habe ich entschieden zwischen Paul Berger Records, weil wir halt in Paul Berger Hills sind, und wir haben auch noch Rhymey Records. Oh. Und dann dachte ich so, boah, Rhymey Records ist schon nice. Und jetzt ist halt die Frage zwischen den zwei Namen, vielleicht kannst du ja deine Leute nochmal fragen. So, ja, mach ich. Welches ist besser für uns so?
Aber können wir ja mal schauen. Alles klar, okay, okay. Okay, wir starten einfach mal hier. Guck mal, das ja, sollte eigentlich ein Warteraum sein, aber du weißt ja... Ja, nee, ist, ist gut, ist, ja. Ja, vielleicht hier ein Sitz. Also man kann hier warten. So. Ja. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben hier unser Lagerhaus. Ich habe jetzt hier jetzt einfach mal ein paar Sachen von mir reingepackt, ne? Weil du warst jetzt nicht da. Ja. Und hier ist das die Schrottkiste. Da ist halt einfach. Ah, okay, okay. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich hier mit so Glowstone gearbeitet. Und komm mit nach oben. Wir gehen mal nach oben. Ja, schönes Design, ja. Und hier haben wir die Schallplatten, die wir hier geschaffen haben. Ja, ja. Wir sind Emerald gegangen, weißt du, das ist mein wir sind dreimal schon Emerald gegangen. Mit welchen Songs? Genau. Kannst du die Songs nochmal wiederholen? Wie hießen die nochmal? Also, und dann haben wir hier die Booth. Also sollte ja, ich verstehe. Und dann machen wir hier so, I'm on the way for, in the one I'm way for. Yeah. Ja. Das war okay, richtig okay. Schlecht, Mann. Aber sonst war so schlecht wie dein Haus, Junge. Hey. Unser Haus. Warte, ich muss... Unser Haus, ja. Oder das ist drei Leben. Breit, man kann hier nichts machen. Ich krieg Platzangst, ich krieg Platzangst. Guck mal. Ja? Ich zeig dir. Das Problem ist, was wir hier gerade haben, ist, guck mal, wir haben nur diese drei... Oh, eine ganze Armee! Oh, Junge, wie lange hast du nicht geschlafen? Wie lange du bist am Durchhasseln, oder was? Ich Tag und Nacht, ne? Hustler. Okay, die sind weg. Oder kommt die jetzt? Guck mal, das Problem ist, wir haben halt so wenig Platz. Siehst du das? Ja, stimmt schon. Hier und hier hinten auch. Also. Ja wir müssen irgendwas Langes bauen, ne? Das ist das Einzige, was wir haben. Ja, vielleicht wir können nur in die Länge gehen. Ja. Wir könnten diese beiden Bäume wegmachen und das war's. Was ist, wenn wir hier oben drauf jetzt noch was Großes setzen würden, was über die Straße ragt? Glaubst du, das darf man? Oh, das Ding ist, wir haben. Also, siehst du da hinten. Ist das überhaupt noch da? Ja, das siehst du. Andres Haus? Ja, der hat doch ein anderes jetzt. Der hat doch jetzt ein anderes gebaut. Ja, genau. Er musste ja auch ein anderes bauen. Ja, genau. Also der musste dreimal umbauen. Ja. Und, er hat schon wieder... Ja, geändert. Komplett anderes Haus. Neues Designerhaus einfach. Boah, das sieht ja richtig gut aus. Ja, ist noch nicht eingerichtet, aber sonst ist heftig. Bin ich neidisch. Alter, dagegen ist also ich wünschte echt, dass das unser Haus wäre. Vielleicht ist es auch unser Haus. Ich glaube nicht. Ist es nicht. Ja, wir müssen irgendwas dagegen tun. Vorsicht, was ist los? Ja, alles gut, ich bin runtergefallen, ich stolper manchmal. Wir müssen mal irgendwas dagegen tun, dass wir hier irgendwie das Ding ordentlich hinbekommen. Guck mal, das sieht echt, jetzt wo du es sagst, sieht echt aus. Boah, das sieht echt nicht so gut aus. Ja, sag, sprich's aus. Das sieht aus wie Arsch. Na, das sieht aus wie Arsch. Ja, das sieht echt nicht gut aus. Aber irgendwie müssen wir eine Lösung finden dafür. Ja, wie gesagt, also, ich habe Zeit heute. Ich würde mich. Ich würde mich dem Haus annehmen. Boah, ich muss das kurz mit meinen eigenen Gedanken. Okay, einmal. Okay, denk das mit deinen eigenen Gedanken, okay? Warte, ich denke nach. Okay. Ich hab fertig nachgedacht. Achso, ich hab auch nachgedacht. Also, worüber? Ich hab darüber nachgedacht, ob du nachdenken solltest über das, worüber du nachgedacht hast. Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Okay, auf jeden Fall, du hast recht, das ist unser Haus, unser Label und das sollten wir auch zusammen machen. Also ich denke, du wirst... Es muss am Anfang ja nicht groß sein, weißt du? Wir sind ja noch gerade in den Startlöchern, aber es sollte schon was hermachen, es sollte schon hier reinpassen. So. Deswegen, also ich habe da auch extra ein bisschen schon was gefarmt, dass ich bauen kann und ich glaube, deswegen, also ich habe echt viel Kies, deswegen, also ich glaube, wir können da was Nices draus machen. Vielleicht baue ich es auch noch ein Stückchen weiter und dann, Ja, ich glaube auch, also auf jeden Fall muss ich dir sagen, bitte beschützt diese Kiste mit deinem eigenen Leben, weil da ist echt viel drin. Naja, das siehst du ja schon. Ja, so. Mann, Rohkupfer. Das sind sehr wichtige. Und hier ist auch Kies, kannst du auf jeden Fall benutzen. Oh, weißt du, was du hiermit machen kannst? Guck mal, ich habe geklaut, aber guck mal. Was? Guck mal, das Schild, Ja. Bruder! Oh, ja. Alter, das wusste ich gar nicht. Das leuchtet jetzt im Dunkeln. Ja, Pro bisher. Ich bin Pro. Hallo. Ja, richtig nice. Ja, dann würde ich einfach sagen, dann kümmerst du dich ums Haus, oder? Okay. Du bist jetzt erstmal weg, oder was? Weil, ja, ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ja, okay. Dann würde ich später wiederkommen. Alles klar. Ich hoffe, dass... Ja, wenn du wiederkommst, wird es hier nice aussehen, sag ich dir ehrlich. Okay. Das sieht auch jetzt... Okay, nee, das ist... Ja, okay, ja, gut, okay. Dann, Rainy, ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns dann später, ne? Okay. Okay, auch tschüss. Rein. Tschüss. Ah, ich hab gar keine Elytra. Doch, du hast eine Elytra. Ja, aber die ist fast kaputt. Achso. Die werde ich auch nicht mehr benutzen. Ah, lieber nicht. Ey, du kannst die aber mit Dings reparieren, ne?
dem Phantom-Ding. Ja, ja, mit dem Phantom-Ding. Du brauchst aber einen Armboss. Ich hab keinen Armboss. Boom! Zieht gerade. Was machst du? Bam! Oh, bap! Bada bap, boom! Pow! Ich geb dir das Eisen zurück, du hast noch 5. Egal, ich hab noch einen Stack, Du hast mir doch geholfen, deswegen. Perfekt. So, jetzt mach ich nochmal meinen richtigen. Ja, ja, okay, okay, okay. Ich schneid das raus, ganz bestimmt. Okay. Okay, und. Achso, nee, Doppelsprung. Ciao! Tschüss! Okay, Freunde, ich weiß auch schon genau, wie wir anfangen werden. Wir werden nämlich erstmal diesen hässlichen, ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Geschwür oder so. Das werden wir auf jeden Fall erstmal entfernen. Obwohl, ihr wollt wahrscheinlich erstmal sehen, wie es im Nether weitergegangen ist. Ich würde sagen, das Haus bauen wir am Wochenende im Stream einfach weiter. Und hier seht ihr den größten, ich wollte ihn euch eigentlich gar nicht zeigen. Es war wirklich, ich habe alles, was ich in der letzten Folge zusammengefarmt habe, einfach wieder verloren. Aber seht einfach selber. Okay, Freunde, da sind wir auch schon im Nether. Wir müssen uns jetzt am besten einfach mal nach oben hier bauen. Und nach oben stacken. Ich habe jetzt leider keine Materialien mitgenommen. Gut vorbereitet, wie ich bin. Wir müssen hier auf jeden Fall sehr dort aufpassen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier hoch. Ist auch ganz viel Soul Sand, was vielleicht auch später wichtig sein könnte. Aber erstmal stacken wir uns hier hoch. Ich habe extra nicht so krasse Sachen mitgenommen. Also es kann sein, dass wir für immer stuck sind. Das ist so ein bisschen das Risiko dabei. Aber vielleicht kann uns dann irgendjemand befreien. Hoffen wir es auf jeden Fall. Ich habe extra so viele Sachen mitgenommen, dass es eigentlich nicht schief gehen kann. Also wenn es jetzt schief geht, dann haben wir schon echt Pech gehabt und dann soll es auch einfach so sein. So, wir stacken uns jetzt hier langsam aber sicher hoch. Zack, zack. Wirklich, wenn wir jetzt in dieser Folge auch schon wieder von irgendwas runtergeschossen werden, hier können ja auch Skelette spawnen. Ich sage euch ehrlich, ich raste aus, Freunde. Es kann nicht sein, dass wir jede Folge irgendwo runtergeschossen werden. So, wir sind jetzt auch gleich schon relativ weit oben. Müssen halt auch aufpassen. Ich tue mal die Blöcke in die Hand. Falls irgendwie, falls es dazu kommen sollte, dass Lava von oben runterkommt, das wäre halt echt super optimal. Ah, ich will mich jetzt auch nicht zwei breit nach oben bauen. Okay, Freunde, wir sind schon beim Bedrock sogar. Jetzt müssen wir F3 drücken und rechts seht ihr eine Zahl, Targeted Block. Und dort müssen wir einen besonderen Fokus auf die Höhe legen. Und zwar brauchen wir einen Bedrock Block, der 127 als Höhe hat. Das heißt, dass Bedrock nur ein Stick ist und diesen Bedrock werden wir dann zerstören, damit wir ganz einfach nach oben kommen ab jetzt. Wir gucken einfach mal. Hier sieht es sogar schon gut aus. Ich guck mal. Das ist sogar schon einer dieser Blöcke, wo wir hin können. Das Ding ist, Freunde, ich stack mich mal nochmal runter, weil wir müssen natürlich auch wiederfinden, wo wir sind. Später, wenn wir dann den Block zerstört haben. So, deswegen stack ich mich mal hier so runter. Und jetzt sehen wir, dass hier ein Loch ist. Vielleicht kann ich das noch irgendwie markieren. Aber ich habe leider nur... Ich mach mal so ein bisschen mit Basalt. Mach hier so ein... So stacken wir uns einfach runter, Freunde. Dann erkennt man das auch. Ich mach mal F3 weg. Oh, das erkennt man. Finden wir wieder. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Wie kann man so Pech haben wie ich? Ich hatte so Angst. Oh mein Gott, Freunde. Wäre ich jetzt hier wieder gestorben, ich wäre wirklich komplett ausgerastet. Okay. Aber abgesehen davon, gucken wir mal, das ist immer noch 127. Das ist der Block, den wir brauchen. Jetzt nehmen wir die Enderperlen in die Hand. Und müssen jetzt hier ungefähr hinzielen und teleportieren uns jetzt über das Bedrock. Okay, Freunde, seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! Ah! Oh! Okay, ich dachte, wir sterben. Ich hatte ein bisschen Angst. Okay, 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 wir sind durch, wir sind durch. Jetzt markieren wir uns das hier, damit wir wissen, welcher Block das war. Und Freunde, guckt euch um. Hier ist alles frei und wir können trotzdem noch bauen. Das heißt, hier kann man wirklich richtig krasse Farmen bauen, Freunde. Jetzt müssen wir es aber schaffen, diesen Block hier zu zerstören, damit wir immer wieder hochkommen. Heißt, es gibt so eine kleine Konstruktion, die eigentlich relativ leicht aufgebaut ist. Ich nehme dafür einfach mal hier mein Cobblestone, einfach meine Sachen in die Hand. Und jetzt bauen wir hier eine kleine Konstruktion, die wie folgt aussieht. Das ist eigentlich ganz einfach, zack, zack. So, den hier zerstören wir jetzt. Und genau wo dieser Block ist, stellen wir einen Piston hin. So. Und jetzt funktioniert es so, Freunde. Wir haben ein paar Versuche. Es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal funktioniert. Okay. Jetzt müssen... Ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Wir müssen noch hier eine Trapdoor hinmachen. Und zwar, das funktioniert jetzt so. Wir müssen
den hier aktivieren, dann werden sich diese beiden TNT aktivieren. Dann gehen wir hier runter, crouchen so und müssen ganz schnell, wenn das TNT explodiert, einen Pisten hierhin ungefähr an diese Ecke platzieren, damit er nach unten fährt und das Bedrock zerstört. Also ein bisschen wirr an, ich weiß, aber das sollte eigentlich funktionieren. Ich versuch's einfach mal direkt. Ich habe extra ein paar Pistons mitgenommen, ein paar von einem. Ich nehme mal das hier aus der Hand. Und dann würde ich sagen, let's go. Also. Und jetzt hier Pin platzieren. Freunde, ich bin so ein Idiot. Ich muss Obsidian mitnehmen. Ich brauche 2 Obsidian, um das zu machen. Jetzt habe ich alle meine Enderperlen mitgenommen. Freunde, wir sind so am Arsch. Ja, ich glaube, sonst komme ich sonst hier nicht mehr raus. Ich muss mich wirklich kurz umbringen. Ich denke mich mal auf jeden Fall so weit hoch, dass wir wissen, dass wir auf jeden Fall sterben. Das sollte eigentlich schon reichen. Ah, das ist so. Ah, das war so schlecht. Das war so, so schlecht. So ein Fail. So viel zu auf jeden Fall sterben. Ah, das war so schlecht. So. Okay. Jetzt brauchen wir noch eine Enderperle. Zum Glück habe ich die guten Sachen alle hier in die Kiste getan. Wie zum Beispiel... Da, meine Dia-Pickaxe. Ich weiß, dass da hinten irgendwo Obsidian ist. Also eine Enderperle. Eine einzige Enderperle. Bitte, wofür? Das ist noch ein Geheimnis, aber du wirst es sehen. Ich werde es dir zeigen. Ja, gut. So, wir hatten echt Glück, dass Candy noch da war. So sind wir nochmal an eine Enderperle gekommen, sonst hätten wir jetzt einen Enderman finden müssen. Und dann wäre eh alles zu spät gewesen. Okay, wir sind wieder hier. Ihr kennt das Prozedere. Wir zielen hier hin. Werfen die Enderperle und springen hoch. Okay, unsere Sachen sind... When I pull up in that brand new thing with the iced out chain and the new chinchilla. And you aim for the heart when you walk down the floor, you a real gal Batman killer. But you ain't never did with the boys in the band, with the bands in the box like Dilla. Love it when you heal up, will up, bring it back, come rewind. Try to have your X-Men back on your line. But I'm a real player, never act like you're mine. Leave you disappointed, you gon' act like you're fine. And I